T-Shirt, Leute. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu diesem Weekend-Vlog. Ey, ich bin so kaputt. Wie ihr seht, ich bin bei mir zu Hause, aber noch nicht lange. Ich war nämlich eine Woche lang in NRW und bin jetzt erst seit 2 Tagen wieder hier und muss mich noch ein bisschen akklimatisieren. Ich habe übel Rückenschmerzen, weil ich mich die letzten Tage auch so wenig bewegt habe. Lange Zugfahrt, gestern Bürotag, bliblablub. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute ist Freitag. Ihr wisst ja, ich habe den Freitag auch immer frei. Which is a blessing, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich habe heute ein bisschen was vor. Ich habe noch so eine unfassbar lange, nervige To-Do-Liste mit Erwachsenensachen, wo ich mich heute mal ein bisschen dran halten möchte. Ich habe gleich um 10 auch einen Termin beim Apollo, um meine Kontaktlinsen nochmal neu zu vermessen. Weil ich habe das Gefühl, ich sehe nicht mehr so gut mit denen. Also ich sehe generell nicht so gut, aber dafür sehe ich gut aus. Ansonsten, mein Leben besteht sehr viel aus Routinen, you know the deal. Und ich gehe heute zum Sport wieder, zum Pole Dance. Und ich freue mich sehr, weil ich habe das Gefühl, ich mache Fortschritte, was Tricks angeht. Und ich habe das Gefühl, ich habe heute auch einen guten Tag dafür. Ich glaube, bin ein bisschen konfidenter geworden und weniger Angst. Und heute Abend, as usual, jeden Monat, machen wir unser Bullet Journaling-Treffen. Und ich freue mich so sehr, weil ich habe so Bock, mein Bullet Journal aufzusetzen, ja. Weil der Mai war nicht schön, Leute. Der April war so schön, aber der Mai, der war einfach irgendwie nicht schön, weil ich halt auch die falsche Farbe erst benutzt habe. Und dann hatte ich so ein Limettengrün hier. Meine Finanzen sind einfach komplett voll. Ich habe einfach alles an Geld ausgegeben. Aber ich bin richtig stolz auf mich, weil ich nicht darüber hinaus ausgegeben habe. That's the deal. That's like the whole plan with this budgeting. Und ich freue mich sehr. Den Juni. Ich habe schon ein bisschen angefangen gehabt, weil mir irgendwann mal langweilig war und ich Bock hatte, den langweiligen Part zu machen. Heute Abend mache ich dann das Vision Board und halt auch wieder den Finanztracker und so weiter und so fort. Und ich freue mich voll. Und halt Washi-Tape und bliblablub alles. Und darauf freue ich mich sehr. So, jetzt muss ich gleich erstmal aufstehen und mich fertig machen, weil ich eigentlich gleich ja auch schon los muss. Aber ich bin so müde. Ich war gestern Abend noch ein bisschen länger wach, weil ich Funny Story noch zu Ende gelesen habe. Und Leute, oh mein Gott. Also dieses Buch war wirklich, wirklich, wirklich gut. Also ich muss auch wirklich sagen, es war so reale Probleme in diesem Buch. Es war wenig Miscommunication und mal wirklich menschliche Fehler, die passieren. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Als nächstes übrigens habe ich angefangen, As Good As Dead, um die Good Girls Guide to Murder-Reihe mal endlich abzuschließen. Und weil ich irgendwie Bock habe auf ein Mystery halt gerade. Ist das Mystery? Ist das Thriller? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. But you know the deal. Okay, Leute. Ich stehe jetzt mal auf und mache mich fertig. Viel wärmer als ich dachte. Ich esse gerade noch 2 Scheiben Brot und dann muss ich gleich auch schon wieder los. Ich habe jetzt einfach nur kurz mich entspannt. Ich muss mich gleich auch noch ein bisschen fertig machen. Ich muss meine Kontaktlinsen reintun mal. Die konnte ich obviously vorhin nicht drin haben.
Meine Sehstärke hat sich auf jeden Fall wieder verschlechtert. Ich finde es immer so wild, weil es ist auch ein recht großer Sprung diesmal, habe ich das Gefühl. Aber ich sehe ja alles, ne? Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich echt schlecht mittlerweile sehe, mit meinen Kontaktlinsen vor allem. Deswegen ist es ganz gut, das mal abzuchecken und anzupassen. Ach ja. Die Augen, ne? Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich sag's, wie es ist. Ich war beim DM, ich habe aber einen so langweiligen Einkauf gemacht. Es war not even worth, den zu zeigen. Ich esse jetzt mein Brot hier. By the way, Leute, ich habe mir ein neues Parfüm gekauft. Ich habe ja früher immer von Chloe das Tangerine Rose getragen. Aber das ist ein Eau de Toilette und es hält nicht so lange. Und dann wollte ich mir eigentlich ein anderes von Chloe holen, aber es hat mir dann nicht so gefallen. Und dann habe ich das hier gefunden. Das ist von Bulgari. Rose Goldea. Und oh mein Gott, Leute, das riecht so gut. Aber ich will es nicht so oft benutzen, weil es sehr teuer war. Ist auch wirklich sehr, sehr teuer. Ich weiß nicht, sind das 100 Milliliter? 30, 50? Ich habe keine Ahnung. Habe ich 100 Milliliter gekauft? Das muss ich nochmal recherchieren. Auf jeden Fall habe ich 140 Euro für diesen Flakon ausgegeben. Und Fun Fact, ich habe mir beim Rossmann auch noch ein Parfüm gekauft von Harry Potter. Wirklich wie so ein Opfer. Aber es riecht auch gar nicht so schlecht. Und ich dachte mir, ich will noch ein günstiges Parfüm haben, was ich halt so on a daily basis tragen kann. Damit sprühe ich mich halt einfach jetzt komplett voll immer. Das war 30 Euro und es riecht gut. Es riecht gut. Es ist jetzt nicht natürlich so ein Bulgari oder Chloé Parfüm, ja. Oh mein Gott, wirklich. Wenn ihr auf Rose steht, das ist wirklich frische Rose. Das ist frische Rose, dieser Duft. Es ist einfach wirklich ein Traum. Riecht da mal dran, wenn ihr auf Rose steht. Und ich habe mir gerade noch was Teures gekauft und ich habe meinen kleinen Traum erfüllt. Das wird auch nicht in meinen Budgetplan mit eingetragen, einfach weil ich das so dringend haben wollte. Und zwar habe ich mir endlich von Shark diesen Flex Styler bestellt. Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis der unter 250 Euro ist und jetzt habe ich einen gebrauchten für 230 Euro bestellen können, was ich total gut finde, weil erstens ist es nachhaltig, was Gebrauchtes zu kaufen und es ist noch im Zustand sehr gut. Also. Und 230 Euro ist ein Schnapper für dieses Gerät. Es ist halt so ein Dyson Dupe, aber es hat halt auch so einen Diffuser-Aufsatz, weil ich halt gerne ja auch mal Curly Girl Method ausprobieren möchte. Und es hat halt diesen Dyson Airwrap-Aufsatz und noch einen normalen Aufsatz und also normalen Föhnaufsatz. So eine Paddelbürste und eine Rundbürste, mit der man dann föhnen kann. Ich glaube, das wird gut, Leute. Ich glaube, ich steige ins Hairstyling-Game dann endlich mal ein. Weil zurzeit ist immer so, ich lasse die halt Luft trocknen, beziehungsweise Handtuch trocknen. Und dann sehen die ganz okay aus, aber ja auch nur für ein, zwei Tage. Und dann muss ich sie eigentlich glätten. Und ich möchte nicht glätten. Deswegen hoffe ich, dass dieser Styler mein Leben verändert. Okay, ich muss jetzt los zum Sport. Ich habe jetzt meine 7 Sachen gepackt. Und ich freue mich, weil ich war jetzt letzte Woche ja gar nicht beim Paul. Und ich fühle mich so eingerostet, ne? Durchs ganze Zugfahren und Büro sitzen gestern. Mein Rücken tut so weh, alles, oh, alles tut weh, alles knackt. Ich freue mich, ich freue mich. Okay, Leute, ich hatte heute most intense pole session ever, glaube ich. Also ich habe noch nie so viele Bruises gehabt, aber auch nicht so viele Tricks gelernt. Beziehungsweise ich habe echt, boah, so viele Ängste heute schon wieder überwunden. Ich liebe es komplett. Wirklich, es gibt kein besseres Gefühl, als die Ängste beim Pole Dance zu überwinden. Und ich bin gerade noch mit einer aus dem Kurs nach Hause gefahren. Das war auch sehr, sehr schön. Haben noch ein bisschen gequatscht. Ich lerne ja zurzeit einfach auch wirklich super gerne neue Leute kennen. Ich bin gerade in so einer richtigen Kennenlernphase. Ich mag es einfach, mir die Live-Stories von neuen Menschen anzuhören. Mili, hallo! Hallo, Mili! Schnupper mal an mir. So, jetzt koche ich schnell was und dann kommt in einer Viertelstunde wahrscheinlich schon meine
eine Freundin zum Bullet Journaling und dann wird gebullet journaled. Können Zitronen schlecht werden? Leute, übrigens großer Fun Fact. Mein Chef hat mir gestern erzählt, dass er wegen mir Reezy gehört hat. Ich liebe das ja. Ich liebe das ja, wenn ich Leute inspiriere, irgendwas zu machen. Wenn ich Leute influence. Das Licht ist auch mal wieder super. Aber er meinte, es ist ein bisschen zu Hip-Hop. Ich mache gerade Zitronenreis für Lena und mich. Wir sind heute hier nur zu zweit, aber schalten dann noch eine Freundin dazu über Discord. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Und ich hoffe, das schmeckt hier, weil die Zitrone war sehr matschig. Mhm. Schmeckt halt nur nicht nach Zitrone, lol. Alleine daheim. Es war wie immer natürlich wunderschön. Genieß wirklich diese Mädelszeit so, so, so sehr. Und ich bin auch fast fertig mit meinem Bullet Journal. Das Einzige, was gerade noch fehlt, ist tatsächlich mein Deckblatt, mein Moodboard. Und ich habe mir vorgenommen, das jetzt noch zu machen und auf Pinterest zu schauen und ein bisschen Musik zu hören oder ein bisschen YouTube-Videos zu gucken. Also wird das jetzt noch in Angriff genommen. Und ich bin ganz schön kaputt. Also heute der Sport hat mich auf jeden Fall gut fertig gemacht. Aber so soll es sein, oder? Samstag. Ich habe hier gerade noch richtig lange einfach gelegen und mit Millie gekuschelt, weil es total mein Herz erwärmt. Und ich bin echt kaputt. Diese Pole-Stunde gestern, das hat mich so fertig gemacht. Also ich bin fertig. Ich habe auch gestört blaue Flecken. Hier und hier und an den Beinen. Aber ich fühle mich gut. Also mir tut alles weh, aber ich fühle mich gut. Und mir geht's gut. Und ich freue mich auf den Tag. Heute steht viel an. Heute ist nämlich der 1. Juni. Heute wird auch mein Juni-Reset-Video gefilmt. Dafür muss ich halt wieder viel im Haushalt machen. Meine Juni-Pläne, meine Recaps, all das steht heute an. Aber ich freue mich drauf. Ich werde jetzt erstmal langsam in den Tag starten, mich fertig machen und dann setze ich mich an all diese Themen ran. So, meine Lieben, ich habe mich gerade fertig gemacht und werde jetzt anfangen, mein Juni-Reset-Video zu drehen. Meine To-Do-Liste ist lang, aber ich schaffe das irgendwie. Okay, Leute, ich habe jetzt einfach fast alles fertig gefilmt für den Juni-Reset. Wir haben jetzt 13 Uhr noch was und ich merke, dass ich irgendwie ein bisschen stressed bin. Ist ein bisschen viel gerade, aber ich krieg's hin und ich werde jetzt ein bisschen chillen und mich ein bisschen entspannen, I guess. Thank you.
mir geht's gar nicht gut. Ich hatte so eine schlimme Nacht. Ich weiß gar nicht, was los war. Ich bin um 13:30 erst eingeschlafen, aber ich glaube auch, ja, 14:45 bin ich eingeschlafen. Hab für 2 Stunden gepennt, dann bin ich klitschnass wach geworden, wirklich. Albträume. Ich weiß nicht mal, was ich geträumt habe, aber Albträume. Dann taten meine Ohrstöpsel total weh. Ich schlafe immer mit Ohrstöpseln zur Zeit wegen den Katzen. Musste die rausnehmen. Dann war ein undefinierbares Geräusch in meinem Zimmer, was mich total kirre gemacht hat. Die Katzen waren wach. Das heißt, ich konnte nicht schlafen. Und noch dieses Gefühl von diesem Albtraum in mir. Dann habe ich erstmal mir Brot gemacht. Und habe auf Insta rumgescrollt, wie so ein Opfer, wirklich, mitten in der Nacht. Aber es war wild, weil es wird ja um 4 Uhr einfach schon hell. Es ist wirklich verrückt. Ich finde das crazy. Ich wusste das nicht. Klingt jetzt dumm, aber ich wusste das nicht, dass es im Sommer auch um 4 Uhr schon hell wird. Da habe ich erstmal gechillt. Und dann bin ich irgendwann nochmal eingeschlafen und habe nochmal so, nicht viel auf jeden Fall, 2,5 Stunden geschlafen. Also ich habe insgesamt 4 Stunden, 10 Minuten. Ist auch ein sehr interessanter Schlafgraf. Das hatte ich so auch noch nicht. Und damit Gumo für den Sonntag. Aber mir geht's irgendwie in Ordnung. Also es ist jetzt nicht eine komplette Katastrophe. Vielleicht ist es eine komplette Katastrophe, ich weiß es nicht. Heute auf jeden Fall bin ich verabredet, um ins Museum zu gehen. Heute ist nämlich der erste Sonntag im Monat. Und das bedeutet Museumssonntag in Berlin. Und man kann kostenlos in die Museen. Und da freue ich mich sehr drauf, weil wir in mein Lieblingsmuseum gehen. Mein blauer Fleck ist richtig schlimm geworden. Und ansonsten steht noch nicht so viel an für heute. Mein Shark-Gerät ist angekommen. Oh mein Gott, Leute, es sind gestern mehrere Sachen angekommen. Ich hatte mir eine Powerbank bestellt, die muss ich aber wieder zurückschicken, weil die wiegt gefühlt 5 Kilogramm. Und das kann ich ja nicht mittragen. Das geht ja nicht. Dann brauche ich lieber eine kleine. Aber mein Handy-Akku ist halt komplett am Arsch. Also wirklich komplett am Arsch. Das geht gar nicht mehr. Und mein Shark-Styler ist angekommen. Boah, ich bin sehr gespannt, den zu benutzen. Oh, Bobby, fein. Und ein T-Shirt ist angekommen. Das zeige ich euch auch noch später. Das trage ich nämlich heute. Aber jetzt mache ich mir erstmal einen Tee und versuche wach zu werden. Also, ich bin wach, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, Leute, ich habe mich gerade im Speedrun fertig gemacht. Ich weiß nicht, warum ich es immer schaffe. Ich stehe wirklich früh auf und dann trödel ich. Und dann ist schon wieder, ja, in 5 Minuten muss ich los. Ich habe mich fertig gemacht und jetzt mein T-Shirt, Leute. Es ist ein Statement. Es ist ein Statement. Ich liebe es komplett. Okay, ich muss mich jetzt komplett fertig machen. Also final Schuhe anziehen etc. Und dann geht's los ins Museum. Und ich freue mich, weil es ist, wie gesagt, mein Lieblingsmuseum, wo wir heute hingehen. Slay. Slay, slay, slay. Was sind denn Aesthetics schon wieder?
Hello, I am back home und es war sehr schön. Oh, ich kann nicht mehr. Wir haben so lange anstehen müssen. In Berlin gibt es halt immer den Museumssonntag, das ist der erste Sonntag im Monat. Und da ist halt Eintritt frei und die machen das nicht mehr mit Tickets, sondern einfach first come, first serve. Und wir standen anderthalb Stunden in dieser Schlange. And now I'm back. Es war echt schön. Ups, wir waren noch bei Frittenberg essen, was auch schön war. Und haben ganz viel geschnackt und es war lustig und hat Spaß gemacht. Und now I'm home. Ah, hier ist sogar mein Ticket. Alte Nationalgalerie. Museumssonntag. Warum auch immer die Tickets drucken, wenn alles kostenfrei ist. So, tausende Tickets drucken die aus für diesen einen Tag. Useless. So dumm, wirklich. Naja, ich werde jetzt wahrscheinlich kurz das Badezimmer putzen, weil das echt dringend ist. Und ein bisschen Musik noch hören, ein bisschen tanzen, einfach ein bisschen viben. Und dann bin ich gleich zum Telefonieren verabredet. Und muss noch Video schneiden heute. Also muss. Warum ist es hier so fucking dreckig? What the fuck is going on? War es so windig? Hier ist ganz viel Dreck auf meinem Schreibtisch. Das ist nicht schön. Okay, Leute, ich gehe jetzt putzen. See what you got in store. Hey, hey, baby. Ja, jetzt habe ich auch wieder einen Ohrwurm. Danke. Wenn ich jetzt immer wieder mich filme beim Editen, habe ich irgendwann so eine Schleife, wo ich zu zehnt diesen Song singe. Im Video. Dann jetzt im Video. Geil. Ich habe eine kleine Storytime. Und zwar, eine Sekunde, ich muss einen besseren Winkel finden. Ich habe gerade auch mit einer Freundin noch telefoniert und so. Also ich bin heute wieder ein bisschen socially active. Deswegen habe ich mich jetzt noch nicht so viel gemeldet. Aber ich habe was richtig, richtig Schönes. Eine richtig schöne, ja, Lesson, die ich heute gelernt habe. Oder ja, einfach mal wieder so einen Perspektivenwechsel, den ich gerne teilen möchte. Und zwar war ich ja heute mit einer meiner besten Freundinnen unterwegs und wir hatten über eine Freundin von ihr gesprochen, die ich auch schon mal kennengelernt habe, die aber anscheinend auch irgendwie gesagt hätte, dass sie mich nicht mag. Und es ist überhaupt nicht schlimm, weil Leute, hier auf meinem Bullet Journal steht es auch, normalize not being liked by everyone. Es ist auch voll in Ordnung. Die Begründung war dann aber, dass sie gesagt hat, ich wäre zu aufgedreht und zu laut und zu viel, basically. Und dieses zu viel sein ist eine meiner größten Ängste, immer. Dass ich einfach zu viel für andere bin, zu emotional, zu, ja, zu viel einfach. Früher eher so in die negative Richtung und das war ja jetzt eher so in die glücklichere Richtung. Und auf jeden Fall habe ich das halt dann auch meiner Freundin kommuniziert und habe dann auch gesagt, so ja, irgendwie lässt mich das gerade nicht los oder ich überdenke das gerade irgendwie voll so, dass ich irgendwie zu viel bin oder zu aufgedreht. Und sie hat sowas Schönes gesagt, was ich einfach teilen möchte, weil es halt einfach so ein schöner Perspektivenwechsel ist. Weil sie hat dann gesagt, so ja, das war ja halt auch einfach negativ ausgedrückt und man kann es ja auch anders formulieren. Man kann ja zum Beispiel sagen, dass du halt einfach sehr bubbly bist, so eine bubbly Personality und so irgendwie auch in Richtung Lebensfreude ausstrahlen. Und sie meinte dann auch, dass es halt auch voll ansteckend sein kann oder voll ansteckend auch ist. Und wow, das hat mich so glücklich gemacht, weil ich das noch nie gehört habe. Ich habe noch nie gehört, dass ich eine Person bin, die halt irgendwie so positiv sprudelt und positive Emotionen verbreitet und das war ich wahrscheinlich auch früher einfach nicht. Was zu hören hat mich einfach mega glücklich gemacht und irgendwie denke ich mir jetzt auch so, wow, ich bin so weit gekommen schon und ich bin so dankbar für alles. Ich bin auch so dankbar für mich selber. Also ich freue mich auch so für mich, dass ich ein glücklicher Mensch bin und ich merke es auch wirklich, ich sehe es ja auch, dass ich Lebensfreude habe, dass ich gerne lebe und gerne am Leben bin und
auch gerne sozial bin, gerne meine Freude auch teile und mich auch für andere gerne freue, für andere gerne da bin, wenn es ihnen schlecht geht. Ja, das ist einfach eine schöne Sache. Das ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Sache und trägt viel zu meinem Glücklichsein dazu. Moin, Bobby! Ich sitze immer noch im Videoschnitt. Ich hatte ja, wie gesagt, gerade kurz telefoniert und habe es dann pausiert. Ich werde heute nur den Rohschnitt fertig bekommen. But that's also okay. Meine Priorität ist auf jeden Fall jetzt den Rohschnitt fertig machen und dann möchte ich eigentlich auch früh schlafen gehen, weil ich möchte unbedingt morgen um 6 Uhr aufstehen, um ins Gym zu gehen. Und dann wird das Video halt nicht pünktlich online kommen. It is what it is, Leute. It is what it is. Die Prioritäten liegen gerade einfach woanders. That's life, Leute. That's life. Ich mach das jetzt hier fertig. Hallo meine Lieben, es ist jetzt eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal für dieses Video gefilmt habe. Und eigentlich sollte das Video schon längst vorbei sein, aber ich hatte noch kein Ende gefilmt. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich etwas vergessen habe. Ja, ich bin in der Zwischenzeit in so ein kleines depressives Loch gerade gefallen. Hat super viele Gründe, super viele Auslöser gerade. Aber ja, I'm not feeling that great. Und das ist okay, weil ich weiß, dass es auch wieder vorbeigehen wird. Aber es fühlt sich irgendwie nicht gerecht an, jetzt einfach das Video nicht zu beenden. Lol. Ich habe aber wieder ein bisschen gelesen. Für mich ist so depressive Phasen immer so schwierig, weil man merkt es mir halt kaum an, weil alles, was erledigt werden muss, kriege ich hin. Es ist halt so dieses High-Functioning Depression. Ich kriege alles hin, was gemacht werden muss. Aber die Sachen, die eigentlich Spaß machen, fallen halt als erstes weg. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt auch mit YouTube behind schedule bin, wenig gelesen habe. Ich habe jetzt endlich mal wieder ein bisschen was gelesen. Ja, und generell einfach irgendwie, ja, die positiven Sachen so ein bisschen schleifen lasse, während alles, was halt gemacht werden muss, noch passiert. Mir fällt gerade ein, dass ich heute ein paar To-Dos noch abarbeiten wollte, die ich einfach komplett vergessen habe. Ja. Ich wollte mich eigentlich nur kurz noch verabschieden. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich sagen wollte oder was ich eigentlich machen wollte. Ich möchte auf jeden Fall, dass ihr wisst, dass ich, wenn ich keine Videos hochlade oder nicht streame, nicht weil ich keinen Bock drauf habe, sondern ja, weil halt gerade einfach andere Sachen im Vordergrund stehen oder es mir halt einfach scheiße geht. Und ich hoffe, dass ich da bald wieder rauskomme, aber bestimmt. Ich glaube, das ist jetzt übers Wochenende einmal so und dann geht's auch wieder. Okay, meine Lieben, macht euch keine Sorgen um mich. Habt noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, einen Kommentar zu schreiben. Und wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Bye.